Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Ich könnte Starfield. Diese Menschen nie zurücklassen. Und wir haben gerade Geld an zu unseren Eltern geschickt. Es muss nicht jeder mit seinen Problemen zu bekommen. Ich habe gehört, kein Psychiater. Ich habe gehört, dass man sich für Red Harvest Reserve an dich wendet. Stimmt, aber du wirst dir das gute Zeug kaum leisten können. Woher willst der du Letzte, wissen? Der hier danach gefragt hat, war kein geringerer als Governor Hurst. Er wollte ihn nicht mal trinken. Bloß in seinem Büro zur Schau stellen oder sowas. Ziemliche Verschwendung, aber was soll's. Er hatte die Creds. Überzeugend ist es wichtig. Ich brauche ihn, um bei der Rettung von Rivka Ovadis Leben zu helfen. Wer dafür bezahlen? So teuer kann er doch nicht sein. Ist bestimmt deutlich mehr, als du denkst. Bist du dir auch ganz sicher, du Geldsack? 15.000 Credits, ja, haben wir. Oh, dann hast du gerade eine Flasche feinsten Red Harvest Reserve ergattert. Bring mir einfach die ausgefüllten Bögen, wenn du fertig bist. So. Wenn der glaubt, ich bin pleite, ey, oder ich kann mir sowas nicht leisten, woher will der das wissen? Hier hat dein Freund einen bequemen Bürojob angenommen. So, okay, wir gehen dann, wo war der? In Neon hieß das. Hat ein Meeting. Dann gehen wir mal nach Neon. Der Vater von Rivka. Und erledigen das mal. Aber ich hätte jetzt auch schon doch wieder Bock, ein paar neue Dings hier zu bekommen. Müsste ich auch mal mit Vlad reden, oder Vlad? Dass ich noch ein paar Fähigkeiten bekomme. Auch wenn ich die eh nicht nutze, habe ich Bock drauf. Einfach mal zu sammeln. Oh, ich habe da hinten geparkt. Die 1,5 Kilometer, die laufe ich jetzt nicht. Boah, mir fehlen hier Fahrzeuge wenn man auf dem Planeten selber so unterwegs ist. Start abgeschlossen. Auf nach Hause. So, und dann wieder mal nach Neon. Orbit stabil. So, ich würde aber sagen, hiernach machen wir wirklich mal wieder ein bisschen was für die Hauptquest, also Tempel suchen, Kräfte sammeln. So. Und los! Denn die Lust drauf habe ich auf jeden Fall. Alles noch dran. Ein guter Sprung. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Bitte Scan abwarten. Ja, alles klar, scan ruhig. Wir sind ja fertig. Ich wünsche viel Spaß in Neon. Ja, wo ist Neon? Da. Achso, genau. Hier ging das nicht anders. Dann landen wir so. Ja. Und jetzt? Okay. So, Woli Hotel. Okay, da müssen wir hin. Wir haben Red Harvest. Ich noch einen richtigen. Finde heraus, in welchem Zimmer Nathan ist. Wir haben erlesene Unterkünfte zu günstigen Preisen. Willkommen im Hotel Woli. Möchtest du ein Zimmer buchen? Du wirst angenehm überrascht sein, dass unsere Luxusunterbringungen einen äußerst vernünftigen Preis haben. Das ist in der Tat eine angenehme Überraschung. Wir sind hier in Neon, es gibt immer einen Haken. Nein, kein Haken. Mein Hotel ist frei von jeglichem Verwaltungseinfluss. Du kannst dir also sicher sein, den besten Gegenwert für deine Credits zu erhalten. Verwaltungseinfluss, was meinst du damit? Es muss ein Wunder gebraucht haben, um das einzurichten.
Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so ein Geschäft gibt. Aber das tut es. Und dafür war nur ein klein wenig meines Einfallsreichtums notwendig. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, möchtest du ein Zimmer buchen? Ich habe eine Lieferung Red Harvest Reserve Whisky für Nathan Obadia und seiner Tochter. Oh, wie nett. Seine Tochter muss in Spendierlaune sein, wenn sie ihm so etwas Schönes schickt. Mr. Ovadia ist auf seinem Zimmer auf Ebene 3. Ich werde ihm Bescheid geben, dass Besuch kommt. Okay. Ebene 3. Oh, der Teppich gefällt mir schon mal. Achso, es gibt nur ein Zimmer auf dieser Ebene. Los, bringen wir es hinter uns. Nathan? Red Harvest Reserve? Der ist dann wohl von meiner Tochter. Sie weiß, wie sie meine Aufmerksamkeit bekommt. Okay, also, du arbeitest für sie? Sie glaubt, das wäre genug, um zwischen uns alles ins Lot zu bringen? Überzeugt, ich bin hier, um über Rivka zu reden. Der Whisky sollte mir nur über die Schwelle manipulieren. Sie ist verletzt, du bist verletzt. Willst du nicht versuchen, eure Beziehung zu manipulieren? Ja. Als ob eine Flasche von meinem Lieblingsdrink als Entschädigung ausreichen würde. Sie hat mich angegriffen und mir ein Raumschiff im Wert von 5 Millionen Credits gestohlen. Jahrelang habe ich sie allein erzogen. Und das ist der Dank. Whisky geben? Bitte nimm den Whisky. Rivka hat gesagt, er würde dir viel bedeuten. Manipulieren. Du schickst mich nach dieser großen Geste einfach weg? Gut. Dann sag, was du zu sagen hast. Rivka ist todkrank und sie lässt sich nicht behandeln, weil sie Angst hat, du könntest sie finden. Whisky geben? Bitte nimm den Whisky. Rivka hat gesagt, er würde dir viel bedeuten. Belinda hätte das doch sicher auch nicht gewollt, oder? Komm, Whisky geben. Meine Tochter kennt mich gut. Vielleicht meint sie es ja ernst. Okay, Red Harvest ist weg. Belinda hätte das sicher nicht gewollt, oder? Belinda, sie fehlt mir so sehr. Nein, du hast recht. Sie wäre von mir entsetzt. Ich beschmutze ihr Andenken durch meine Taten. Ich habe wohl überreagiert. Ja, sie war jung und dumm, aber sie ist immer noch meine Tochter. Und Rivka ist alles, was mir von meiner Frau noch bleibt. Es wäre ein Bärendienst, ihre Tochter so zu belasten. Das bedeutet, dass du Rivka vergibst? Ja. Sag ihr, ich werde die Anklagen fallen lassen und die Kopfgeldjäger zurückrufen. Kopfgeldjäger? Ich werde persönlich mit ihr reden. Ich werde wohl ein bisschen Zeit brauchen, um die richtigen Worte zu finden. Danke. Bitte was? Er hat Kopfgeldjäger auf sie gehetzt, die sie vermutlich umbringen würden? Gegen seine eigene Tochter, weil die ausgebüxt ist? Alter, was ist... Ich bin da sprachlos, wirklich. Was ist mit dem? Willkommen im Hotel Voli, Außenbildner, deinem zweiten Zuhause in Neon. Okay, wir reden mal mit Rivka. Das war aber, fand ich jetzt ein bisschen heftig mit den. Mit den Kopfgeldjägern, also. Denn die Tracker-Allianz hier, die Kopfgeldjäger. Oder noch schlimmer, Ekliptik, die sowas auch mal annimmt. Die haben auch kein Problem damit, jemanden auch mal aus Versehen umzulegen. Und da fehlen mir die Worte, also wirklich. Glotz nicht. Ach, halt's Maul. Ja, wir reden dann einmal mit Rivka. Also, fürs Ausbüchsen, nur leicht übertrieben. Ganz, ganz leicht.
Ja. Egal, ich will... Was will ich jetzt? Also, ich will eigentlich jetzt nur die Pässe abschließen. Ja? Selber ja. Ich bin für dich da, Schatz. Warum stehen die so? Brauchst du mich irgendwo? Komm, an die Arbeit, bitte. Bereit machen zum Start. Also ich bin da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich bin da wirklich, wir sind im Orbit, Captain. Sprachlos. Fliegen wir einmal durch den Planeten hier. Schon lustig, dass wir einfach wirklich so stumpf durch den Planeten durchfliegen können. Mit dem Grabantrieb. Schalte auf Standardantrieb. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. Jo. Karte. Dann müssten wir hier eigentlich auch schon fertig sein mit dem Mars, nachdem wir mit Riffa gesprochen haben. Geschichte der besiedelten Systeme, Soldatum 2275. Sebastian Banks, Vorvater des Entdeckers John Banks, gründet die Constellation, eine Organisation, die sich ganz der Erforschung der Milchstraße widmet. So, zentraler Knoten. Reden wir mit Rivka. Ich hoffe, sie wird das nicht bereuen und ich hoffe, ich werde es auch nicht bereuen. Weil das fand ich schon ein bisschen jetzt heftig. Saldonia kann ganz schön deprimierend sein. Rivka. Nur ein paar Einsätze. Dann kann ich endlich. Ich will mit Rivka reden. Ich habe eine Nachricht von meinem Vater. Er lässt die Anklagen fallen. Es wird trotzdem noch schwierig. Wir haben viel zu bereden. Aber ich glaube, wir können unsere Beziehung dank dir wieder kitten. Freut mich zu hören. Bist du dir sicher, dass er sein Wort halten wird? Ja. Es klang aufrichtig. Das weiß ich. Und ehrlich gesagt, hatte ich auch gehofft, dass er zur Vernunft kommt. Du lässt es mich wissen, wenn er dich wieder belässt. Soweit wird es nicht kommen. Aber ja, ich weiß, dass auf dich Verlass ist, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Freut mich zu hören. Schön, dass es geklappt hat. Natürlich werden wir es langsam angehen. Wir müssen erst wieder Vertrauen aufbauen. Aber er hat seine Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Das ist ein guter erster Schritt. Und ich bin bereit, ihn wieder in mein Leben zu lassen, solange er seinen Worten Taten folgen lässt. Ohne dein Eingreifen wäre das nie möglich gewesen. Jetzt kann ich mich endlich behandeln lassen. Ich kann dir gar nicht genug danken. 5300 gibst du mir, aber kannst dir kein... Ah ja, okay, genau, sie wollte wegen dem Vater nicht zum Arzt. Stimmt, da war ja was. Da wollte ich mich jetzt kurz aufregen. Die Nachrichten haben auch nichts Neues, worüber die berichten können, ne? So. Wie ich aber versprochen habe, Wladimir hat mir Orte genannt, an denen sich seiner Ansicht nach Artefakte befinden könnten.
Q10VIC würde ich mal als nächstes machen wollen. Letzte Eindrücke. Ich habe schon Bock, wieder da neue Artefakte zu sammeln. Und ein bisschen mit der Hauptquest auch weiterzukommen. So. Komm. Lad schneller. Ja. So. Und Cockpit. So, machen wir die Hauptquest weiter. Also Freya und Koljochma. Da sind noch zwei Sachen, die ich einsammeln darf. Auf und davon. So. Prozion A, genau, da will ich hin. Und holen wir uns das nächste Artefakt. Das Spiel ist aber auch wirklich größtenteils nur Ladebalken oder Ladebildschirme. Hat mir auch alle Anzeigen normal. Erfolgreicher Sprung. Außenposten, verlassenes Robotiklager. Da müssen wir hin. Landen wir da. Landung eingeleitet. Komm, dann können wir Sarah wieder mitnehmen. Papa, hast du mal Aurora genommen? Tja, schon lange nicht mehr, Liebes. Seit deiner Geburt nicht. Und? Wie war es? Furchtbar. Es war furchtbar. Halt dich von dem Zeug fern. Glaub mir, Cora, das ist schlimm. Wenn ein Grafantrieb summt, dann fühle ich mich lebendig. Okay, das fand ich jetzt interessant. So. Wie redet er sich da jetzt raus? So, wo ist Sarah? Sarah? Du bist nicht Sarah? Hier ist keine Sarah? Brauchst du Hilfe? Gerade nicht. Ich suche nur meine Frau. Hä? Nee, Sansa, wo ist Sarah? Sam, hast du meine Frau gesehen? Das. Lass mich raten. Wir sind wie Pech und Schwefel, was? Ja, können wir aufbrechen? Bin mehr als bereit. Los geht's. So, okay. Dann gehen wir raus. Da nur Fels. Hm. Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Nee, wir sind auf der Suche nach was anderem. War ihr Helm nicht mal weiß? Ja, die schon wieder. Okay. Dieses Mal habe ich das Gefühl, die sind hinter uns her.
Die könnten diesmal wirklich hinter uns her sein. Ich sehe schon. Piratenfreibeuter. Die Crimson Fleet. Ein Roboterhund. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt. So, den haben wir erledigt. Da hinten gibt es noch mehr. Nicer Schuss, Sarah. So. Gehen wir wieder hier drauf. Nein. Hä? Credits nehme ich mit. Ich werde jetzt nicht mehr alles mitnehmen von denen. Munition, ja. Credits auch. Wo? Okay, gibt es hier noch irgendwo irgendwen, der hier rumliegt? Tot. Zum Looten. Da müssen wir rein. Ja, warten wir. Wir warten nicht auf Server. Wir gehen direkt rein. Sie findet schon den Weg rein. Mit ihr, Wissenschaftlerin, was mit ihr passiert? So, was ist denn das für ein Outfit? Ausstellungspuppe? Tiefminen natürlich. Entgifter. Einsatzdeck. AMP, Roboterteil, Chemikalien-Schutzanzug, noch ein Chemikalien-Schutzanzug, was ist denn das? Tupfer, Spielzeugraumschiff, wie süß, da kommt man nicht dran, super. Moin, ist denn hier jemand? Aufmachen. The All-Star Event of the Century. Razor Derby. Okay. Achso, hier können wir knacken. Hm. Das würde funzen, aber das dann wieder nicht.
Das könnte hier funzen, okay. Das könnte so funktionieren. Aber das würde dann... Da... Oder? Doch! Das funktioniert, okay. So, ich gucke erstmal da. Der würde hier passen. Und zwar so. Und das dann hier. Saubere Arbeit. Was denn da? XM2311. Schöne Pistole. Sieh mal an. Da oben auf dem Steg ist ein Terminal. Wie kommen wir da hoch? Verdienen wir mal was. Ja, Sarah, kümmerst du dich mal drum? Das könnte hier hinpassen. Und das hier. Ah, es passen alle hier rein. Okay. Die passen hinten auf. Okay. So, gut, dann. Habe ich jetzt ein Problem. Okay, ich muss erstmal hinten schauen, was Sinn macht. Dann würde ich vielleicht... Das könnte da so passen. Und das dann da. Okay, dann muss ich die beiden irgendwie schauen, dass ich das irgendwie sinnvoll mache. Leiterplatte. Computer. Wofür ist der Terminal jetzt da? Einheiten, Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Und Einstellungen. FFE eingestellt auf aktuellen Nutzer schützen. Ich habe Inhibitoren entfernen. Einheiten aktivieren. So, wer ist hier wo? Nein, ich wollte doch nicht. Helm, Piraten, Scharfschütze. Eine Sukkulente. Oh, Metabolikum nehmen wir mal mit. Wir waren auch lange nicht mehr Insektenbriefbeschwerer. Wir waren schon auch lange nicht mehr bei dem Forschungstisch, oder? Muss ich auch wieder knacken. Na super. Das könnte hier passen. Das könnte hier passen. Das passt hinten nicht. Das heißt, das muss hier irgendwo passen. Das wäre so. Ah, das passt hier gar nicht. Okay. Dann müssen wir den hier nehmen. Und den. Könnte das hier hin und das hier hin. Oh, was ist denn das für ein Helm? Sternwagamund. Oh, Kretsticks. Und hier auch nochmal knacken. Okay, der könnte hier passen. Und dafür der dann hier. So, der würde dann hier wieder passen. Und der dann hier. Plastik und die Pickwick hier. Okay. Sollten Sie gegen mich Gewalt anwenden, muss ich Sie in Gewahrsam nehmen. Der Diebstahl von Objekten im Umfeld wird nicht geduldet. Finde ich schön. So, wo müssen wir hin? Ich gehe erstmal hier entlang. Mach sie platt! Leichte Beute!
regeln das dann schnell. Okay, Sylt Meat. Ein Apfel. Eine Tomate. Tomate. Was haben wir da? Oh, das war Alkohol. Nochmal Alkohol. Finde ich super. Rosinenmüsli. Alles schnell essen. Contains coffee, maybe. Am I drinking from this mug, then walk away. Gut, gehen wir weiter. So, Battlestim, Kryomine, Giftgasmine, Infernomine. Warum gibt es hier so viele Entgifter? Der mit seiner Machete. Zum Glück bin das nicht ich. Du darfst aber der Nächste sein, oder die Nächste. So, komm. Brenn die erstmal. Hier ist ein Zeitschrift. Modifiziert Kodama Barometer. Verbrauchen. Hier auch nochmal verbrauchen. Red Harvest Single Malt Whisky. Komm, jetzt knacken wir das hier mal. Ja, das könnte hier passen. Das könnte hier passen. Wenn ich den jetzt hier hinpacke und dann den dafür hier hin. Habe ich jetzt Mist gebaut. Ja, ich habe Mist gebaut. Dann bleibt nur noch der hier übrig. Beziehungsweise ich kann hoffen, dass... Okay, das funzt noch. Hab ich doch noch richtig gemacht. Ui, ruckelt. Wieso ruckelt das Game jetzt? Warum hat das Game gerade geruckelt? So, Credits, Metabolikum brauchen wir jetzt nicht. Okay, warum sind hier so viele tote Wissenschaftler? Autsch. So, wo sind die nächsten? Oh, in die Eier geschossen. Und die anderen? Da. Ich glaube, ich nehme den Drumbeat. Was? Erst einmal draufgegangen hier. Also seit Ewigkeiten. Alter, das war aber auch ewig her, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Nein. Okay, wir benutzen direkt den hier.
So. Jetzt habe ich keinen Bock, hier alles zu suchen. Sieh mal an. Da oben auf dem Steg ist ein Terminal. Wie kommen wir da hoch? Oh, hier waren wir nicht entlang. Uranalkane. Industrielle Werkbank. Einfach nur traurig. Was mag dieser armen Seele zugestoßen sein, ne? Welche armen Seele? Was sind... Wo sind sie alle? Du bist tot! Da ist der schon wieder. Halte nicht viel länger durch. Autsch. Das habe ich gemerkt. Nochmal nachladen. Den will ich jetzt fertig haben. Da ist der nächste. Sarah? Da hinten läuft noch jemand. Kriegt noch jemand. Alter. Mein Leben. Nutze Heilung 50 Mal. Bewegung. Angriff von den Seiten. Ist das alles? Alter, das ist ein schwerer Gegner. Hier ist aber irgendwo noch jemand. Was ich jetzt gemacht habe, aber wenigstens modern Deep Raccoon Rucksack. Ernsthaft? Das ist das? Was? Drumbeat Schalldämpfer? Hier ist aber irgendwo noch jemand. Credits Toxin lassen wir noch. Ah, jetzt. Maelstrom-Gewehr episch. Weiß ich nicht, ob ich das alles. Achso, das ist eine Dusche. Rettungsdusche oder sowas. Gibt's hier noch irgendwo irgendwen? Das sieht schlimm aus. Woran hier auch experimentiert wurde, lassen wir lieber die Finger davon. Schadgaspfütze? Wo muss ich eigentlich lang? Und wo war jetzt der, den ich da gehört habe? Nicht einmal mehr reagieren. Da konnte er erst sehr, sehr spät reagieren. So, jetzt noch mal kurz hier alles snacken. Das Alkohol lassen wir in Ruhe. Okay, wir müssen schon hier runter. Hier entlang. Und noch mehr tote Wissenschaftler. Also, wo geht es? War was Wertvolles dabei?
hübscher Fund. Oh, Waffenständerschlüssel. Medipack. Outfit Urbana Operator. Da haben wir das nächste Stück. Ist das Hartnäckigkeit? Oder die Dummheit? Natürlich, komm. Sarah. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. So, kann ich Sarah sagen, dass sie das für mich machen kann? Hast du noch nicht genug von mir? Darf ich etwas sagen? Natürlich darfst du, Sweetie. Wenn wir zusammen sind, scheint die Zeit stillzustehen. Du bist zwar nur ein Mensch, doch für mich bist du die ganze Welt. Worte können nicht ausdrücken, wie viel du mir bedeutest. Mit dir werden all meine Träume wahr. Immer wenn ich die sehe, verliebe ich mich aufs Neue. Ah, komm. Ich werde nie jemanden so sehr lieben wie dich. Bis bald, Liebling. Kann ich ihr sagen? Ich kann sie nicht manipulieren und da drauf schicken. Okay. Also, erstmal. So. Aber das Bild vervollständigt sich. So, und jetzt? Willst du deine Sorgen loswerden? Bleib nicht zu lange weg. Du sollst auch bitte mitkommen. Wir wollen jetzt nach Freya. Das nächste Ding holen. Hier dürfte auch keiner mehr üblich sein. Doch, hier. So, wir benutzen das Ding wieder. Wie schwer kann es sein, jemanden zu erledigen? Das ist es nicht. So. Jetzt haben wir da Muni. Und die hatten hier gefehlt. Und hier ruckelt es immer. Ich glaube, das liegt an dieser Stelle hier. Ah, das Ding haben wir auch vergessen, oder? Ja. Alles klar, dann gehen wir wieder weiter. Wir müssen ja auch nochmal nach Flair und dort auch noch den nächsten abholen. Und das Geile ist, wir haben das ja alles auf unserem Schiff. Das heißt, wir können hier alles direkt einlagern. Also ins... Wie hieß das Ding nochmal? Arami oder so? Auf jeden Fall da hineintun. Sarah? Und die sind immer noch da hinten. Okay, die Sternblüter. Aber ich fand das jetzt schade, dass hier keine richtigen Außerirdischen waren. Immer noch. Das wäre so schön gewesen. Was für dich gefunden. Jetzt nicht, Sarah. Zwar lieb von dir, aber jetzt. Und weg sind wir. Nicht optimal.
sind wieder, wo wir hingehören. Im All, oder wie? So, Freya. Da wollen wir jetzt hin. Kurzen Prozess, Leute. Was? Jetzt haben wir dich. Wer wollte... Wer... Was? Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. Satellit an. Achso, das ist nur ein Satellit, okay. Also hier auf Rhea. Hier sieht es ganz klar nach Eis aus. Hier Ozean. Ozean, ja. Die eisige Berge. Sommergrüner Wald. Oh, das klingt schön. Tropenwald. Berge. Gibt es hier sowas wie eine Wüste auch? Sumpfgebiet gibt's auch. Geh dem Notsignal nach. Da ist ein Ozean wieder. Sommergrüner. Der Planet gefällt mir jetzt schon. Hier eisige Berge. Hier haben wir wahrscheinlich den Südpol davon. Okay, da wollen wir hin, da müssen wir landen. Gehe ich mal von aus. Die ballistischen Waffen eines Schiffs sind am Effekt. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Wir verlassen das Schiff direkt. Luftschleuse aktiv. So, in die Richtung. Extreme solare Strahlung. Gibt es hier Sauerstoff? Hier gibt es Sauerstoff, immerhin. Okay, hier gibt es auch Krebse. Die wollen mich angreifen, oder wie? So, und da hinten müssen wir hin. Nice, 50 Boost Packs im Kampf benutzt. Gehen wir mal da hoch. Gibt es dann irgendwie eine Straße oder sowas? Nein, komm. Spawnt die erstmal in mir. Moinsen, ist hier jemand? China. Immer diese Gebühren. Das sind jedenfalls immer wieder 5 Erfahrungspunkte.
hatte jetzt kurz gedacht, das sei irgendwie sowas ähnliches wie eine Stadt oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie so Landeflächen. Okay, aber hier ist sonst niemand, ne? Was haben wir denn da? Anzug Tiefminen. Veredelt AA99. Munition, die nehmen wir mit. Dann haben wir Metabolikum und Toxine. Forschungsstation Nishina. Ich antworte auf euer Notsignal. Was? Wir haben kein Notsignal gesendet. Nichts zu hören. Keine anderen Schiffe im System seit der letzten Vorratslieferung. Was willst du hier eigentlich abziehen? Angeblich hat es eine Explosion im Hochenergieforschungslabor gegeben. Wirklich? Im Hochenergieforschungslabor? Also gut. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber du solltest mit der Direktorin sprechen. Aus Sicherheitsgründen muss deine Begleitung bitte da draußen warten. Bleib drinnen bei mir und mach keine plötzlichen Bewegungen. Ich mach die Tür auf. Willkommen in Nishina. Ich beobachte alles von hier aus und du tu, was du tun musst. Sei nur vorsichtig. Okay. Ich geh rein. Keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Vortreten. Scan ist sauber. Einen Moment. Achtung an alle. Ich rufe Code Gelb aus. Alle Sektionen jetzt abgeriegelt. Leitende Mitarbeiter. Protokoll Delta. Use Ende. So, bin gleich bei dir. Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Sprich mit Ethan. Ethan Hughes, Security Chief. Folge mir. Ich bringe dich zur Direktorin. Na gut, dann los. Wir gehen hinten rum nach oben. Kommt mir gerade sehr komisch vor. Und hier siehst du unseren schönen Lagerraum. Nichts anfassen. Also, Nishina wurde vor. Was? Okay. Was geht denn jetzt ab? Wir haben hier wieder Muni. Einsteiger. Okay, warte mal, wenn... So, der und der passen hinten, also und der könnte hier hin und der hier hin. Okay, dann das und das. Da haben wir da geknappt. Besser fahren. Was ist denn hier passiert? Credits, urbane Kleidung, Neo City. Kommen wir da rein? Nee. Geht schon gut los.
andere Viech? Da. Was zur... Ruhig, ruhig! Was zur Hölle war das? Sag du's mir, eine Art Anomalie könnte das Artefakt sein, nach dem ich suche. Wovon redest du? Eben bist du mir noch gefolgt, dann warst du einfach weg. Kurz darauf tauchst du aus dem Nichts auf und siehst aus, als wärst du mitten im Kampf. Da drüben waren ein paar Skorpionviecher, genau dort. das war ich. Aber da ist nichts. Ich hätte dich nicht reinlassen dürfen. Was ist das? Eine Art Tarntechnik? Für wen arbeitest du? Ich weiß auch nicht mehr als du. Das lächerliche Lüge nicht. Wenn ich Tarntechnik hätte, würde ich jetzt nicht hier mit dir streiten. Hör zu, ich weiß nicht, was los ist. Bringen wir dich zur Direktorin. Vielleicht kann sie das klären. Okay, das finde ich jetzt aber gerade echt spannend. Komm schon, hier entlang. Also, Licht erstmal ausschalten. Das finde ich jetzt echt spannend. Vielleicht verschwinden. Ja, da verschwinden wir schon wieder. So, aber um es gerade spannend zu halten und euch einen wunderschönen kleinen Cliffhanger dazulassen, würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!